Am 18. August wurde in der gesamten Bundesrepublik der Ausnahmezustand unbegründetes Verhalten sowie drastische Persönlichkeitsveränderungen aufweisen. Wodurch das Verhalten verursacht wird, konnte noch nicht belegt. Germany seems to be on the verge of war. Jeder Bürger der Bundesrepublik ist zur Vorsicht aufgerufen. Die geplanten Evakuierungsmaßnahmen sind kein Dauerzustand. Einfach, ja. Einfach war das Leben noch nie. Tag für Tag kämpfen wir darum, glücklich zu sein. Unser Leben zu regeln, an das Gute zu glauben. Ich mag die Geschichten von deinem Paten. Wie das eine Mal, als Erik auf dem zu hoffen. Wenn uns jedoch bewusst wird, dass wir nicht stark genug sind, dem Schicksal die Stirn zu bieten, verändern wir uns. Kann ich ihm vertrauen? Nikolai? Fick dich! Ja. Es ist einfach nur nicht gewohnt, mit anderen Menschen zusammen zu sein, das ist alles. Hör einfach auf ihn, dann gibt's keinen Ärger. Glaubst du wirklich, dass sich hier noch irgendwas verändern wird? Die Welt ist am Arsch! Das Einzige, was sie uns noch zu bieten hat, ist die Gewalt. Die Gewalt über dich selbst und wenn du stark genug bist, die über andere. Niemand hilft dir. Der Grundwasserspiegel sinkt immer mehr, das Essen geht uns in weniger als einem Jahr komplett aus. Und jetzt schleppen wir unsere Ärsche 12 verdammte Tage durch Gegenden, die wir nicht mehr auf den Karten kennen. Um sie in ein Labor zu bringen, das vermutlich nicht mehr existiert. Aber wenn ich dank ihr die Chance habe, etwas Gutes zu tun, für die Menschen dieses Landes, sie scheißegal, irgendetwas, das meine Existenz wieder rechtfertigt und sei es auch nur, dass sie nicht krepiert, dann möchte ich das tun, bevor ich abtrete. Ich will, dass sie ihnen folgen. Egal, wo sie auch hingehen. Bevor die beiden wieder zurück in die Zone kommen können, will ich, dass sie tot sind. Klar. Sie braucht dich, Nikolai. Sie ist wahrscheinlich der wichtigste Mensch auf diesem gottverschissenen Planeten. Ich will, dass du das hier und jetzt akzeptierst, hörst du? Alles okay bei dir, Papa? Seine Augen haben sich seit damals verändert. Ich will wissen, ob ich ihn geformt habe. Du willst, dass er seine Rache bekommt? Ich will, dass er dazulernt. Am Ende sind wir doch alle nur Dreck im Wind.